bitte. Ich weiß, Sie. Ich schätze Ihre gute Laune, aber ich bin aus einem anderen Grunde hier. Ich bin keine Prostituierte. Nochmal für alle. Ich bin keine Nutte. Alle, die etwas anderes behaupten, wirklich unterlassen Sie das. Also ich frage mich sowieso, wer von den beiden ist die größere Prostituierte, oder? Sie wissen gar nicht, von wem ich rede. Ist nicht schlimm. Es ist nicht schlimm. Nein, ganz ehrlich, mit meinem Namen Puffpuff, was meinen Sie, wie schnell ich in so ein Rotlichtmilieu geparkt werde? Das ist wirklich schlimm. Weißt du, mit Bettina geht noch, aber mit Puffpuff mal, lieber Herr Gesangsverein. Ich wurde auch gerade schon wieder gefragt, sagen Sie mal, Puffpuff, das ist doch ein Künstlername. Jetzt nochmal für alle zum Mitschreiben. Puffpuff ist kein Künstlername, glauben Sie es mir. Hätte ich mir damals einen Künstlernamen aussuchen können, ich hätte was Vernünftiges genommen, wirklich. Ich hätte irgendwas genommen, wo Sie gesagt hätten, Donnerwetter, gucken Sie ihn ja an, der kann das aber tolle, weißt du? Irgendwie sowas wie zum Beispiel Volker Racho, das ist ein Künstlername, verstehen Sie? Ja? Oder im Hohen Norden ist sehr beliebt, Lasse Lachen, was halten Sie davon? Geht so, okay, Sie sind mehr so Zauber, wie wäre denn Las Vegas? Geht so, aber mit Puffpuff, wirklich, also mit Puffpuff, also mal aus dem Nähkästchen geplaudert, stellen Sie sich nur vor. Wenn ich zum Beispiel sonntags keine Lust habe, irgendwas zu kochen und ich will mir bei so einem Pizzabringdienst irgendwas zu essen bestellen, aber das kommt nie an, nie. Ich meine, die Bestellung geht noch durch, ja, aber wenn er dann fragt, zu wem soll ich es denn bringen? Ja, zu Puffpuff. Ist klar, du mich auch. Und aufgelegt. Ich sag's Ihnen, also wirklich, mit dem Nachnamen sollte man immer eine Dose Ravioli zu Hause haben. Immer. Sonst gehst du da sehr hungrig ins Bett. Auch dieses digitale Zeitalter. Wissen Sie, mein Nachname steht ja auch oben in der E-Mail-Adresse. Alle meine E-Mails werden von irgendwelchen Spam-Filtern abgefangen. Wirklich, da kommt keine an, keine. Ich schreibe immer noch Postkarten, damit ich überhaupt kommunizieren kann. Einziger Vorteil ist, ich kriege auch keine Porno-Mails. Ja. Selbst die sind sich zu schade für mich, glaube ich. Oder wir lesen Puffpuff, du lass, das ist ein Kollege, der macht das auch. Es ist aber auch sehr gefährlich mit dem Nachnamen, das überlauern Sie wahrscheinlich gar nicht. Und zwar, ich hatte mal einen Sportunfall, da konnte ich mich gerade noch in so ein Krankenhaus schleppen. Und dann fragte mich die Dame hinterm Tresen auch, wie heißen Sie denn? Ja, dann sagte ich, ja, Puffpuff. Meinte sie, ich will nicht wissen, was Ihnen passiert ist, ich will wissen, wie Sie heißen. Wirklich, wäre ich Bluter gewesen, stünde ich jetzt nicht hier, dass das mal klar ist. Es ist nicht einfach. Aber das Beknackteste, was mir regelmäßig passiert, wirklich, in jeder Polizeikontrolle, in die ich komme, muss ich blasen. Jedes Mal. Wirklich, das heißt dann, so, Führerschein, Fahrzeugpapiere bitte. Danke, Sie sind also der Herr. Komm mal raus. Komm mal raus, hol mal das Gerät, komm, der bläst hier, der ist doch hackeduldig, der Typ. Da frage ich mich, was geht in dem Polizistenhirn vor? Also glaubt er, ich war zu Hause so besoffen, ja, und als ich mir dann Führerschein gefälscht habe, wollte ich mir endlich mal einen lustigen Nachnamen geben, oder? Sind Polizisten anwesend, frage ich an dieser Stelle immer gerne. Ist einer da? Mach mal Hand hoch. Ist einer da? Oder wenn Sie neben einem sitzen, zeigen Sie drauf. So eine Art freundliches Denunzieren, nicht? Na, keine Sorge, also wenn ein Polizist da ist, keine Sorge. Also ich wollte selbst auch mal Polizist werden. Ach, da oben ist einer, guck mal, da ist er, da. Ich komme nicht, nee, keine Sorge. Obwohl die Kamera wäre schon da. Na, ich wollte auch mal Polizist werden. Wobei, sag, was für ein Dienstgrad sind Sie denn? Was sind Sie denn? Gar nichts? Sie wollen gar nicht mehr sprechen. Was? Bitte? Denunziert? Was ist das für ein Dienstgrad? Ich dachte, das gibt es nur bei der Bundeswehr, aber ist egal. Nein, ich wollte auch mal Polizist werden. Also das ist einfach, ich finde es toll. Das Equipment, was ihr habt, das finde ich klasse. Ich denke mir immer, so ein Wasserwerfer für einen privaten Hausgebrauch, das wäre es doch, oder? Hör mal, wenn der Nachbar nervt, schön die Hecke mit 80 Atü umflanschen. Oh, herrlich. Das macht Spaß. Privat kommst du nicht an einen Wasserwerfer. Ich habe mal bei eBay geguckt, es gibt keinen einzigen. So, deshalb wollte ich Polizist werden. Und da habe ich mir so Infomaterialien zuschicken lassen und das war interessant, da bin ich stutzig geworden. Und zwar, Polizisten haben ja diese Schlagstöcke. Sind Leute aus Stuttgart hier, die können das eigentlich besser erklären. Da mache ich das, okay. Wobei, das war falsch, entschuldigen Sie. Polizisten haben gar keine Schlagstöcke, sondern der offizielle Wortlaut lautet, Polizisten führen einen Schlagstock. Also man führt einen Schlagstock. Ne? Das so, komm Schlagstock, komm, tipp. Dann gehen die abends in einen Block und dann muss er auch ins Bett, also der Schlagstock. Und um diesen Schlagstock führen zu dürfen, müssen Sie ein viertägiges Spezialtraining machen. Ja, also 4 Tage lang wird Ihnen ein Stock erklärt. Ich frage mich, was erklärst du einem 4 Tage an einem Stock? Weißt du, der hat noch nicht mal einen Stecker, geschweige denn Schalter. Und ich versuche mir Sachen immer gerne bildlich vorzustellen. Wie sieht so ein Seminar dann aus? Also steht der Oberstockmeister dann vor denen, hält so ein Ding hoch und sagt, guckt mal, das ist er. Ah! Mach's erst so, und dann so. Okay. Mach's erst so, und dann so. Alles klar. Darf ich nochmal sehen? Ja, pass auf. Mach's erst so, und dann so. Okay. Darf ich mal anfassen? Nein, das machen wir erst morgen. Pass auf. Mach's erst so. Oder?
Ich meine, so wird das doch wohl sein. So, und da muss man auch die Polizisten verstehen, dass die reichlich übermotiviert aus dem Seminar rausgehen. Ne? Ich meine, setzen Sie sich mal 4 Tage vor einen Pilz, das willst du doch saufen, weißt du? Also wenn die ihr Stückchen kriegen, ist doch klar, da rennen die raus. Juhu! Also, da bringen sie auch mal Verständnis auf. Ja, das ist wichtig. Nein, war natürlich nur Spaß, so ist das gar nicht. Nein, Polizeischulen haben das ja auch überlauert. Und zwar, es gibt Regeln für den Umgang mit dem Stöckchen. Und zwar, diesen Stock, den dürfen sie nur gegen Arme und Beine einsetzen. Gut, gegen Arme ist klar. Ja, aber wie muss ich mir das in so einem Getümmel vorstellen? Sagt der Polizist dann, Entschuldigung, können Sie mal ein Knie oder einen Ellenbogen raushalten? Ist ja schwierig, ne? Ist ja sehr schwierig. Und dann sind die Schlagstöcke ja so bedrohlich schwarz, ne? Was glauben Sie hier in der Mitmachtzone? Was meinen Sie denn? Warum ist so ein Schlagstock so bedrohlich schwarz? Was glauben Sie? Rufen Sie mal rein. Irgendeine Idee? Hat irgendein... Bitte? Man kann Sie schlechter sehen. Sehr schön. Man kann ihn schlechter sehen. Oh, wo kommen Sie her? Mannheim? Nein, man weiß es nicht. Also sehr schön. Ich habe mal in Wuppertal gespielt, da hat einer reingerufen, damit es besser flutscht. Fahren Sie nie nach Wuppertal, aber es ist egal. Nein, die sind so bedrohlich schwarz, weil die mit schwarzem Polyethylen ummantelt sind. Ne? Wissen Sie, warum die mit schwarzem Polyethylen ummantelt sind? Damit die hygienischer sind. Das ist wirklich so. Wenn sie einem einen mitgeben, kannst du hinterher sauber und zack, den nächsten. Das ist also, wenn Sie irgendwann mal so verprügelt am Boden liegen, wissen Sie wenigstens, Donnerwetter, ich bin nicht infiziert. Das ist ein Service. Das ist ein Service, den es da draußen für Sie gibt. Verrückt, oder? Es ist eine verrückte Welt. Wirklich, was uns da draußen teilweise angeboten wird, auch so ein Ding, bei mir zu Hause beim Drucker, da war die Patrone leer. Ich habe eine neue Patrone gekauft, in den Drucker eingebaut. Was macht dieser Drucker? Der druckt ein Testbild mit Schrifttypen, die habe ich in meinem Leben noch nie gesehen. Der hat Farben benutzt, jenseits jeden Regenbogens. Der hat ein kleines, buntes Vögelchen gemalt. Als der Drucker mit dem Testbild fertig war, war die Patrone halb leer. Das ist vom Prinzip her so, als würden Sie nach dem Volltanken erstmal 200 Kilometer Vollgas fahren, um zu gucken, dass der Tank voll ist. Das hat keinen Sinn. Hat keinen Sinn. Oder auch diese Sache mit den Windrädern. Diese Windräder. Wofür sind Windräder da? Was glauben Sie? Wofür sind Windräder da? Ventilatoren. Sag mal, ihr zwei seid aus der gleichen Therapiegruppe, oder? Aber heute habt ihr gesagt, komm, wir lernen mal neue Leute kennen, wir setzen uns auseinander, ne? Oder wie war das? Ventilatoren. Das Schlimme ist, Sie lachen, aber dieser Mann hat recht. Dieser Mann hat recht. In Wirklichkeit sind das riesige Ventilatoren, die noch ein bisschen Frischluft unter unsere Ozonkäseglocke hier pressen. Ist Ihnen denn noch nie aufgefallen, wenn die stillstehen, haben wir nie Wind? Und es steht auch drauf, die Dinger heißen doch Windräder. Heißt auch Lichtschalter und es kommt nicht dunkel raus, weißt du? Also, das muss man doch mal merken. Jetzt kam Brüderle. Brüderle will jetzt auf einmal so ein Moratorium für Windräder. Mal ganz ehrlich, ich bin mittlerweile für ein Moratorium für Brüderlis, oder? Also, das ist schlimm. Das ist schlimm. Generell, also, haben Sie es jetzt gelesen? Also, ich meine, Obama hat ja Guantanamo immer noch nicht zugemacht, ne? Immer noch nicht. Gibt's ja immer noch. Hat er gelogen. Und das gefiel den Häftlingen nicht. Es gab jetzt da den ersten Fluchtversuch. Haben Sie es mitgekriegt? Da sind 2 Schläfer an 3 Wachen vorbei. Ja, das ist ein Knaller. Der zündet da hinten, ist ein Bildungsbürger. Und hier vorne klatscht einfach. Wichtig ist, wenn Sie einen Witz nicht verstehen, erklären Sie sich den untereinander. Es wäre schade, wenn einer auf der Strecke bliebe. Sie zu Hause, googeln Sie es einfach mal, dann kriegen Sie es schon. Nach Escort-Service kommt die Erklärung. Es ist eine verrückte Welt da draußen. Es ist Wahnsinn. Aber wir sehen die Dinge nicht mehr, wie sie sind, sondern wir sehen sie meistens so, wie wir glauben, dass andere meinen, wie sie sie sehen sollten. Was habe ich für den Satz gebraucht, wissen Sie? Aber nein, gucken Sie mal ein Beispiel. Jedes Jahr passiert das Gleiche. Ist es Ihnen noch nie aufgefallen? Jedes Jahr passiert das Gleiche in unserem Land. Und wir machen einfach mit. Im Januar zum Beispiel werden wir immer vergiftet. Ist es Ihnen noch nie aufgefallen? Im Januar werden wir immer vergiftet. Was hatten wir dieses Jahr im Januar? Wissen Sie es noch? Was gab es da für einen Skandal? Irgendeine Idee? Bitte? Ehek? Nee, viel länger her, viel länger her. Ich sag's Ihnen. Wir hatten doch dieses Problem mit den Hühnchen. Die haben doch die ganze Zeit so ein Antibiotikum gekriegt, deshalb waren die multiresistenten Keime da drin. Ja, also das Hühnchen hat sie so nach und nach umgebracht. Das ist interessant, ne? Jetzt weiß ich endlich, warum das Rezept heißt beim Kochen. Ne? Na, ich warte eigentlich auf den Tag, wenn ich beim Metzger bin und sage, ich hätte gern 500 Gramm Putenbrust, dass er fragt, haben Sie die 15 Euro hier fürs Quartal schon bezahlt? Im Jahr davor hatten wir schon mal sowas. Im Jahr davor, da hatten wir doch diesen Dioxinskandal.
Ne, da haben wir jetzt Dioxin, das haben wir jetzt in Eier, dann in Hühnchen, dann in Schweine. Wo ist es jetzt? Guten Appetit, genau. Und davor im Jahr, im Januar, wieder. Damals musste Lidl den Harzer Käse zurückrufen. Warum? Da waren so Listerien drin, so ein Bakterium. Wenn sie eine Herzschwäche hatten, hat sie der Harzer Käse umgepumpt. Ich meine, dass Harzer Käse nicht gut ist, das riecht man doch. Ne? Aber tödlich, das finde ich übertrieben. Wir gehen weiter. Was haben wir im Februar? Im Februar haben wir immer eine massive Rückrufaktion. Meistens irgendwas im automobilen Sektor. Gerne belegt durch Toyota. Ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern, vor 2 Jahren, damals musste Toyota 1,5 Millionen Autos zurückrufen. 1,5 Millionen Stück. Warum? Weil das Gaspedal klemmte. 1,5 Millionen Stück. Ich meine, warum haben die nicht mal eine Probefahrt gemacht? Können wir doch feststellen, oder? Und wenn die ihre Autos nicht testen, wer wird es festgestellt haben? Wahrscheinlich einer von uns, also ein Verbraucher. So, und da habe ich mir mal wieder vorgestellt, wie wird das wohl gewesen sein? Ich sag's Ihnen. Wahrscheinlich wird da mal so ein armes kleines Mädchen nach der Schule, vor der Schule, auf eine Mutti gewartet haben. Ne? Da hat sie gesehen, ach guck mal, da kommt die Mutti im Corolla. Ne? Hallo Mutti? Ja? Mutti? Genau. Mutti? Mutti! Mama? Ja, da kommt sie wieder. Okay. Ja. Ja. Hallo Mutti! Ja, oder hat man das bei McDonald's im Drive-Thru festgestellt? Ne? Fahren Sie bitte vor zum Fenster. Zwei! Und das bringe ich dem jetzt aber nicht hinterher. Das Beste war, damals hat Toyota nachgebessert. Wissen Sie noch, was war? Dann klemmte die Bremse. Super! Wer hat das denn festgestellt? Stand da irgendeiner 1,5 Stunden lang in seiner Auffahrt, ja? Und hat dann gesagt, Mann. Also für Vollgas ist das aber wenig Strecke. Letztes Jahr im Februar wieder. Und schon wieder Toyota. Damals musste Toyota 1,7 Millionen Autos zurückrufen. Warum? Ja, da hatte so ein Avensis einen Verbrauch von 60 Litern. Im Stand. Mit Motor aus. Ja, weil der Tank leckte. Dieses Jahr im Februar, ausnahmsweise nicht Toyota. Ich glaube, die bauen an was Größerem. Deshalb sind die wahrscheinlich noch beschäftigt. Dieses Jahr musste Porsche eine komplette Produktionsstrecke des Porsche Cayenne zurückrufen. Weil bei Vollgas sind vorne die Scheinwerfer rausgefallen. Damit waren Porsche-Fahrer zum ersten Mal schneller als das Licht. Wir gehen weiter. Ich möchte Sie warnen, wir kommen jetzt in den Frühling. Im Frühling, da sind immer die Katastrophen. Ich weiß, das ist ein bisschen hart, aber wir müssen durch. Vor 2 Jahren, was war da? Da hatten wir BP. BP wissen Sie noch, ne? Das waren diese Milliarden von Litern Rohöl, die da fröhlich ins Meer hineingeschippert sind. Milliarden von Litern, Wahnsinn! Ne? Und dieses Öl, das ist ja auf einmal weg gewesen. Ne? Wahnsinn, das war dieses Zauberöl, das ist einfach dann weg. Ne? Wo ist das Öl? Weg, echt. Mhm. Ja, 6 Wochen lang mussten wir uns damals anhören, Ventil ist dicht. Nee. Doch. Nee, doch, nee, doch, nee, doch, nee, doch, nee, doch, vielleicht. Da kannst du auch mal eine Kernkompetenz ranlassen, oder? Damals hatten wir sie noch. Damals gab es diese Orakelkrake Paul. Kennen Sie noch? Hör mal, die hättest du doch mal schön auf sein Ventil draufflanschen können. Der hätte sie fragen können. Paulemann, wie sieht's aus? Ist dicht? Nee. Machen wir nicht. Letzten Jahr, Wahnsinn. Letztes Jahr im Frühling hatten wir einen Hattrick, oder? Da hatten wir Erdbeben, Tsunami und dann Strahlemann und Söhne, Fukushima. Sensationelle Bilder, oder? Diese Trümmerlandschaften mit den Schiffchen obendrauf, habe ich mir sehr gerne angeguckt, sehr gerne. Ne? Nein, aber wirklich auch der Japaner, wie toll er damit umging. Ne? Stand er da vor seinem Reaktorblock 1, komm, eins kriegen wir hin, eins haben wir hingekriegt, mach 2, 3, 4, jawohl, jawohl. Sag mal, was brutzelt hier hinten eigentlich, Donnerwetter, mach mal schneller, was ist das denn so heiß hier, Freunde? Früher haben die Kinder da mit Tamagotchis gespielt, mittlerweile vergleichen die Geigerzählerwerte. Was hast du? 4,2, 4,17, schade, ich krieg dich. Das Wort Haare raufen, haben die gestrichen. Na, ist auch toll, wenn Sie jetzt als Journalist da hinfahren. Sie werden 30 Kilometer vorher in einem Pressezelt abgefangen. Dann sagen die Ihnen, Sie brauchen nicht weiterzufahren, wir haben schon mal Fotos für Sie gemacht. Wie jetzt? Ja, ja, das ist alles in Ordnung. Wir haben hier Postkarten, Fotos, das liegt alles bereit. Aber ich würde gerne, nee, brauchen Sie nicht. Sie sind 60 Kilometer Umweg, bleiben Sie hier. Ist alles in Ordnung, ist alles safe. Kann ich den Apfel da essen? Lieber nicht. Nee, aber nehmen Sie die Fotos hier mit. Mal gucken, was nächstes Jahr kommt. Wir gehen in den Sommer, da ist die Stimmung ein bisschen besser. Ich merke schon, okay. Also im Sommer, der Sommer, der startet immer etwas holprig. Meistens haben wir da irgendwelche Probleme im Verkehr. Sie wissen, vor 2 Jahren hatten wir Kachelmann, letztes Jahr Strauß-Kahn.
Ja gut, dieses Jahr war nicht so schlimm, da haben sie nur die Grundrechte von ein paar Kindern beschnitten. Aber das ist egal. Der Sommer ist eigentlich der größten Karnevalsgesellschaft Deutschlands, vorbehalten. Die präsentieren, auch nicht schlecht. Die präsentieren ein neues Produkt und zwar ist es die Deutsche Bahn. Die Deppen und Bekloppten, also das ist Wahnsinn. Ne, vor 2 Jahren waren das die mit der Klimaanlage, die hätten wir jetzt auch gerne hier, mit dieser Klimaanlage, die nur bis 30 Grad kühlt. Mal ganz ehrlich, wer von Ihnen würde eine Heizung bauen, die nur bis 15 Grad wärmt? Wer würde das machen? Irgendeiner? Wer würde das machen? Ja? Keiner, ne? Wahnsinn. Ich frage mich immer, wo testen die ihre Geräte eigentlich? Gibt es irgendwo im Wald eine Halle ohne Niederschlag? Und generell gilt die Ansage, nichts anfassen, nichts anfassen. Fass an die an. Lass. Geh raus. Mach Tür zu. Läuft's? Ich weiß es nicht. Ich sag's Ihnen, diese zwei sind das Forschungszentrum der Deutschen Bahn. Anders kann ich's mir nicht erklären. Wirklich nicht. Schauen Sie mal. Letztes Jahr gab es dann im Sommer einen Zug, der ist von Berlin nach Hamburg gefahren, der war komplett überfüllt. Was machen die? Halten mitten auf einer Strecke, also zwischen zwei Bahnhöfen an, dann haben sie 25 Euro bekommen, wenn sie ausgestiegen sind. Sag mal, was für ein Businessmodell ist das eigentlich? Herzlich willkommen bei der Deutschen Bahn, hier sind 25 Euro, auf Wiedersehen, tschüss, jo, guten Fuß, Sie uns auch, genau. Dieses Jahr bin ich auch mit der Bahn gefahren, ja, Wahnsinn. Von Köln nach Berlin. Wir hatten auch einen technischen Defekt. Bei uns haben die Bordtoiletten nicht funktioniert. 4,5 Stunden. Wir hatten Verspätung, sind deshalb durchgedonnert. Also wir saßen alle so in dem Zug. So, wirklich, also so. Und wer kam alle halbe Stunde vorbei? Kaffee, kalte Getränke, Kaffee, einer was zu trinken. Ich saß da nur, sieh zu, dass du Land gewinnst, du Klappstuhl. Aber das war nicht das Schlimmste, nee, nee. Es gibt eine Werbekampagne in den ICEs zurzeit von Prosta Gutforte. Mit dem Werbeslogan, weniger müssen. Hör mal, 4,5 Stunden stehe ich auf dieses Plakat. Ich denke nur, weniger müssen, ihr seid gut. Mehr können dürfen, wäre schön, verdammt nochmal. Prosta Gutforte, da steckt der Druck schon im Wort. Bin sehr gespannt, was sie nächstes Jahr machen. Also ich freue mich jetzt schon drauf. Dann gehen wir weiter, gehen wir in den Herbst. Im Herbst haben wir immer irgendwas Technisches, ne? Jetzt hatten wir ja gerade die IFA, letztes Jahr hatten wir die IAA, größte Automobilausstellung der Welt. Da wurden ja diese Elektroautos vorgestellt, unsere Zukunft, die noch so ein bisschen auf sich warten lässt, aber die wurden da schon mal vorgestellt. Wissen Sie, warum Elektroautos nicht auf den Markt kommt? Bitte rufen Sie nicht rein, weil das Kabel zu kurz ist. Also ich nehme euch zweien schon mal das Kanonenfutter. Warum kommen Elektroautos nicht auf den Markt? Was meinen Sie? Irgendeine Idee? Ich sag's Ihnen, die sind zu leise. Die sind zu leise und dadurch für uns als Fußgänger im Straßenverkehr zu gefährlich. Wir hören die Autos nicht mehr. Wenn wir irgendwann denken, jo, ist frei, gehen über die Straße, machst du nur zzz, ja, zu gefährlich. Stellen Sie sich mal vor, Sie sind blind. Sie denken, Sie sind mitten im Wald. Nee, nee, in Wirklichkeit stehst du auf dem Mittelstreifen der A3, weißt du? Ja, muss man auch mal überdenken. Also, und deshalb wollen die jetzt Soundmodule entwickeln, dass die Autos wieder brumm brumm oder töff töff machen. Wenn Sie in Zukunft also hören brumm brumm, können Sie sagen, horch horch, ein Laster oder was? Vor allen Dingen Soundmodule. Irgend so ein Witzbold wird wahrscheinlich anfangen, seinen Lieblingsklingelton auf sein Auto zu spielen. Ne? Oder manch einer fährt mit dem Lied durch die Gegend, I Will Survive oder Driving Home for Christmas, Weihnachten dann, um Gottes Willen. Ja. Wobei eigentlich stimmt's, ich weiß nicht, ist es Ihnen schon aufgefallen? In den Discountern stehen jetzt schon bei 30 Grad die ersten Lebkuchen in den Regale. Immer ab September hasten die ersten mit dem Schoko-Nikolaus und dem Adventskalender nach Hause und fressen sich durch bis zu 24. Wir werden ab September eingelullt und in diesen Weihnachtswahnsinn geschoben. Das soll anhalten bis Januar und dann werden wir wieder vergiftet. Das ist unser Jahr! Das ist unser, und das muss Ihnen mal auffallen. Das muss Ihnen auffallen. Was da draußen passiert, stellen Sie das alles immer in Frage. Sie sind keine Mitmach-Zombies. Brechen Sie aus. Aber im Moment verhalten wir uns wirklich noch sehr, sehr entgegengesetzt. Das kann man sehr schön am Navigationsgerät feststellen. Mal Hand hoch. Wer kann noch ohne Navi Auto fahren? Machen Sie mal Hand hoch. Wer kann noch? Ach komm, das machen Sie jetzt, weil die Kameras hier sind, ne? Weil die Mutti zu Hause mitguckt. Nee, nee. Aber nutzen tun Sie die trotzdem die ganze Zeit, ne? Es gibt Leute, die fahren jeden Morgen mit Navi zur Arbeit. Glaubt da irgendeiner über Nacht hat das Büro die Adresse gewechselt oder was ist los? Wissen Sie, was der wahre Grund ist, warum wir Navis nutzen?
Wissen Sie, warum wir die nutzen? Weil wir diese Ankunftszeit schlagen wollen. Deshalb. Wenn das Gerät sagt, 7.38 Uhr, sitzen wir in der Karre und sagen, nee, 7.37 Uhr. Und bollern mit 80 durch die Spielstraße. Sag du mir nicht, wann ich da ankomme. Ich sage mir, wann ich da ankomme. Navis sind für die private Formel 1. Das ist der einzige Grund. Das ist eh Wahnsinn. Ich meine, die sind uns so nah ans Herz gewachsen. Also die meisten haben ja diese anleckbaren Geräte, die man so und dann an die Scheibe bappt. Und die werden ja sofort geklaut. Ich meine, gucken Sie einmal weg, zack, ist das Ding weg. Und deshalb tragen die meisten ihre Navigationsgeräte mit sich herum. Sehr schön ist, wenn Sie mal Besuch bekommen und die bringen ihr Navi mit rein. Diese Navis, die haben eine Taste, die heißt nach Hause. Da ist die Heimatadresse hinterlegt. Wenn Ihr Besuch dann mal aufs Klo gehen sollte, nehmen Sie sich einfach mal das Gerät und programmieren Sie da eine neue Adresse ein. Schreiben Sie da einfach mal rein, Mallorca oder was weiß ich. Die fahren durch, die fahren durch. Hilde, hier ist aber viel Wasser. Ist egal, fahr weiter. Ich mag Navigationsgeräte nicht, ich mag sie nicht. Ich kann die nicht leiden. Ich finde, die haben sowas Intimverletzendes. Sowas Pornohaftes. Ich mag es nicht, wenn das Gerät sagt, Ihre Route wird berechnet. Das geht diese Frau nichts an. Finde ich nicht in Ordnung. Finde ich nicht in Ordnung. Stellen Sie alles immer in Frage. Das ist wichtig. Alles, was Ihnen da draußen angeboten wird, stellen Sie es in Frage. Sie brauchen kein Wissen. Wissen können Sie herangoogeln, heranwikipedieren. Nein, nein, der Zweifel ist die Intelligenz des 21. Jahrhunderts. Deshalb stellen Sie alles in Frage, immer. Und Fragen sind toll. Ich bin mit Fragen groß geworden. Also mein ganzes Leben war eine Frage eigentlich. Und ich weiß noch, eine meiner ersten Fragen, die ich meinem Vater gestellt habe, war, Vater, warum tragen Hütehunde keine Hüte? Es hat mich fertig gemacht. Es war wirklich so, es ist... Na, als Kind, also ich meine, was sagte er? Du, das liegt wahrscheinlich an den Windhunden. Also es war keine einfache Kindheit. Es war wirklich keine einfache Kindheit. Hatte ich gar nicht erzählt. Ich meine, müssen Sie sich vorstellen, wir wohnten damals auch noch in einer Sackgasse, die gleichzeitig eine Einbahnstraße war. Ich möchte Sie nicht langweilen, ist entschuldigend. Stellen Sie alles immer in Frage, immer. Was mich auch interessiert ist, wer hat eigentlich das ABC sortiert? Wer war das? Wer war das? Ich meine, saßen da mal zwei zusammen bei einer dampfenden Tasse Buchstabensuppe und da sagte der eine, weißt du was, wir machen das A immer nach vorne und das Z nach hinten. Und der andere, das ist es, du hast es, du hast es. Und seitdem haben wir das, oder wie? Auch ein Klassiker, kennen Sie vielleicht, muss man aber mal durchdenken. Warum bitte steckt in dem Wort lispeln ein S? Warten Sie mal ab, nein, 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 nein. Alt, aber stellen Sie sich mal vor, Sie sprechen so. Einer kommt an und sagt mal, was hast du? Ja, ich lispel. Ja, bitte, danke, das höre ich jetzt auch. Warum hat man es damals nicht Cholera genannt? Da wird er raus aus der Nummer. Hör mal, was hast du? Ich habe Cholera. Dankeschön und tschüss, aber nein, ich lispel. Der wird vorgeführt, ein Leben lang. Wir haben im Kühlschrank Licht, in der Tiefkühltruhe aber nicht. Warum? Warum? Das nervt, oder? Warum steckt schon in dem Wort sterben, erben? Und mal unter uns hier in dieser kleinen Saunagemeinde, in diesem Hexenkessel der Emotionen. Mal ganz ehrlich. Wenn doch Liebe durch den Magen geht, dann ist eine Beziehung Kacke. Oder? Das muss einem doch, aber es kommt nicht von mir, das ist alles da draußen. Sie müssen es nur sehen, sehen wollen. Wenn Sie die Fragen nicht fragen, wer soll die Fragen für Sie fragen, frage ich mich. Wer glauben Sie, sollte die Fragen fragen? Die Politik? Nee, wirklich nicht. Die Politik ist sehr mit sich selbst beschäftigt. Also die stehen mit ihren Gummistiefelchen in der Pfütze und glauben immer noch, das sei ein Flughafen. Also das ist Politik. Also ist doch Wahnsinn. Nein, hören Sie mal. Dieser Airport wird 10-jähriges Jubiläum feiern, ohne dass er jemals im Flugzeug gelandet ist.
Politik, was ist Politik? Was ist Politik heutzutage noch? Auch Wulff jetzt, ich meine, jetzt haben die sich PR-technisch wieder super ins Spiel gebracht. Wulff da und seine, ne? Und mehr Geld kriegt er ja auch noch dafür. An dieser gesamten Wulff-Affäre, ich finde sie immer noch nicht wirklich bearbeitet. Wissen Sie, wer das echte Opfer der Wulff-Affäre ist? Wissen Sie, wer es ist? Was glauben Sie, wer ist es? Das Volk, der Steuerzahler. Nein, falsch. Es ist der Architekt von dem Klinkerhäuschen. In jeder zweiten Zeitung stand, was, 500.000 für so ein hässliches Haus? Meine Herren, was eine Scheißhütte, das geht doch gar nicht, doch. Hat irgendeiner sich mal gefragt, wie es diesem Mann geht? Der arme Kerl wird nie wieder ein Klinkerhäuschen bauen, verdammter Hacke. Der ist ein Opfer. Der hätte einen Ehrensoll verdient. Und wissen Sie, jedes Mal, wenn wir uns an so einen Prügelknaben gewöhnt haben, nehmen Sie uns den weg. Ist Ihnen schon mal aufgefallen? Dann nehmen Sie uns den weg. Ne? Osama Bin Laden, weg. Gaddafi, weg. Wulff, auch. Ist doch schade. Ja gut, bei Gutenberg kann man davon ausgehen, der kommt wieder. Also Gutenberg ist so eine Art Bumerang der Politik, das ist so. Ich weiß nicht, wo er gerade ist, aber er kommt zurück, keine Sorge. Es ist wirklich, Gutenberg kennen Sie noch. Gutenberg, das war der, der aus der Süddeutschen abgeschrieben hatte. Ne? Ist noch ein Begriff, genau. Er wollte ja ein Comeback starten, hat es dann doch nochmal verschoben. Dann haben sie ihn gefragt, was wollen Sie denn jetzt machen, Herr Gutenberg? Und da hatte er gesagt, er will jetzt doch nochmal eine Doktorarbeit schreiben, aber eine richtige. Ne? Und O-Ton, wirklich, Zitat Gutenberg, er hat gesagt, er nimmt sich die Zeit und schreibt jetzt eine Doktorarbeit. Wenn Sie ihn jetzt fragen, würde er wahrscheinlich sagen, und, was ist mit der Doktorarbeit? Oh, habe ich abgeschrieben. Sind auch mal aufgefallen, die aus der Politik, die sehen sich alle immer irgendwie ähnlich. Also die ähneln sich irgendwie. Also Gutenberg sah jetzt aus wie Lothar Matthäus. Bei Westerwelle muss ich mal an Jürgen Prochnow, den Schauspieler, denken, aus Das Boot. Seibert sieht aus wie Obermann von der Telekom. Die sehen sich alle irgendwie ähnlich. Ne? Ist Ihnen auch mal aufgefallen, Costa Cordalis und Gaddafi sehen sich zum Verwechseln ähnlich. Ist Ihnen das nie aufgefallen? Es gibt doch Stimmen, die behaupten, das war gar nicht der echte Gaddafi, den sie erschossen hatten, ja, sondern nur ein Doppelgänger. Mal ganz ehrlich, du, vielleicht sitzt der echte Gaddafi irgendwo am Ballermann und singt da seine Evergreens. Costa Gaddafi am Ballermann, weißt du, und keinem fällt's auf. Und ein Beweis ist doch eigentlich, es gibt kein Foto, was beide gleichzeitig zeigt. Das kann doch nicht nur mir auffallen. Wissen Sie, wem Angela Merkel ähnlich sieht? Wissen Sie es? Kennen Sie von Stephen King den Horrorfilm S mit dem Clown? Der ist es nicht. Nein, aber in einer Szene stand hinten auf dem Fensterbrett ein Nussknacker. Und als ich die Mundwinkel gesehen habe, dachte ich, hör mal, die kennst du doch! Politik, gucken Sie mal. Wir machen einfach nur noch so Witze darüber, aber was passiert denn, wenn Griechenland pleite geht? Was passiert? Machen die dann zu oder was? Wenn Sie da hinkommen, Hellas, nee, hier ist zu. Ach so, dann gehe ich jetzt außenrum. Okay, ja, alles klar. Was passiert? Krise ist uns doch total egal, solange es uns gut geht. Im Grunde genommen, Demokratie ist so ein bisschen wie Homöopathie. Man muss schon dran glauben, damit es funktioniert. Bombenstimmung. Also, Politik wird die Fragen nicht für Sie fragen. Manche denken dann jetzt, oh, aber die Wissenschaft, die, das ist doch im Grunde genommen, die sind doch für die Fragen da, also für die Antworten. Nein. Hören Sie mal, das steckt schon in dem Wort. Wissenschaft. Was machen die? Die schaffen Wissen. Und was ist Wissen? Wissen ist nichts anderes als die arroganteste Form der Behauptung. Bis einer vorbeikommt, der sagt, hör mal, das stimmt gar nicht. Sie können im Grunde genommen hier rausgehen, alles behaupten, solange keiner sagt, nee, haben Sie recht. Das ist Wissenschaft. Sie müssen sich mal vorstellen, in Schleswig-Holstein, da arbeitet eine Universität mit dem ADAC zusammen. Und zwar haben die herausgefunden, dass der Geruch von alten Socken wild davon abhält, über die Straße zu rennen. Die wollen jetzt den Geruch extrahieren, auf Papptäfelchen bannen und die dann entlang der Autobahn aufstellen. Wenn Sie sich also das nächste Mal wundern, wenn Sie nach Schleswig-Holstein fahren und Sie fragen, sag mal, was mufft hier eigentlich so? Das ist der Grund, warum Sie keine Rehe sehen. Das ist ja super. Nein, aber auch wirklich Speerspitzen der Forschung. An Harvard hat man versucht herauszufinden, ob Blumen Gefühle haben. Was haben die gemacht? Die haben zwei Germany-Pflanzen genommen, das ist die kleinere Abart der Gerbera, jeweils auf einen Tisch gestellt und dann haben 9 Wissenschaftler, gestandene Männer,
eine dieser Pflanzen eine Woche lang angebrüllt und mit Schimpfwörtern tituliert. Harvard. Wie muss ich mir das vorstellen? Also steht der Weißkittel dann da und sagt, na, du kleines Dreckspflänzchen, ja, du bist doch auch so eine Chlorophyllhure, oder? Du sagst doch jedem hier, pflück mich, pflück mich, pflück mich. Deine Eltern waren Unkraut, so sieht das aus. Da kommt ein Dackel, der scheißt dir auf den Stängel, du bist Ding. Ha, ha, ha. Harvard. Schlimme ist, nach einer Woche mussten sie feststellen, die Pflanze, die sie angebrüllt haben, war größer und grüner als die andere, die sie in Ruhe gelassen haben. Das konnte man sich nicht erklären, also hat man 12 weitere Wissenschaftler dazugeholt und das Experiment wiederholt. Es standen jetzt 21 Wissenschaftler um das Pflänzchen. Harvard. Hör mal, die haben den Kittel vorne offen, nicht hinten. Wissen Sie, was die herausgefunden haben? Das können Sie hier vorne ganz gut nachvollziehen. Und zwar, durch die Brüllerei war ein steter feuchter Nebel in der Luft und durch die Nähe der Körper eine höhere Temperatur. Das Umfeld war einfach besser. Ja, das ist ja super. Hör mal, es gibt Tage, da denke ich noch, du, die forschen an AIDS, Krebs oder EHEC. Nee, das mit dem Blümchen fanden wir interessant. Ich glaube, irgendwo da draußen gibt es auch ein Wissenschaftlerteam, die versuchen, zweimal bis unendlich zu zählen. Glaube ich wirklich. Und die sind im Moment bei 17. Ist auch schlimm, auch an einer deutschen Universität. Ich darf nicht mehr sagen, dass das Aachen ist. Können Sie sich online angucken. Da gab es eine Doktorarbeit und zwar haben die herausgefunden, dass Menschen, die das Klopapier knütteln, eher zum Massenmord neigen, als die, die es falten. Ich frage mich gar nicht, wie du auf die Idee kommst, aber was wollen die damit bezwecken? Also wollen die irgendwie Verhörmethoden revolutionieren oder was? Im Moment nimmst du noch so einen Q-Tip für einen Speicheltest. Nee, nee, in Zukunft stellen die eine Rolle Klopapier dahin und da heißt es, Herr Schmitz, kacken Sie mal, das würden wir uns gerne mal angucken. Nee, nee, Herr Schmitz, hier auf den Tisch, komm, Hose runter, mach hier hin, mach hier hin. Ist sehr schön, ich gucke in einige Gesichter, die sich gerade überlegen, wie mache ich denn eigentlich? Wunderbares Bild. Das nächste Mal, wenn Sie auf der Schüssel sitzen, werden Sie wahrscheinlich an mich denken, ne? Nein, 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 nein. Wissenschaft. Was mir besser gefällt, was ich wirklich toll finde, Wissenschaftler haben auch herausgefunden, jeder Mensch, egal was für ein Bildungsgrad, Schichtzugehörigkeit, ganz egal, jeder Mensch ist 5 Minuten am Tag saudoof. Wirklich, jeder. Also so wie wir hier sitzen, wir sind 5 Minuten am Tag strulle behämmert. Vom Intellekt her kurz vorm Knäckebrot. Also, dass wir uns hier nicht anbrummen, ist eigentlich ein Wunder. Ist eigentlich auch ganz schön, wenn Sie hier rausgehen und bei irgendeinem denken, oh, was ein Idiot, geben Sie dem einfach mal 5 Minuten. Vielleicht fällt das, ne? Also vielleicht kriegt er sie wieder hin. Wobei, man muss auch vorsichtig sein, es ist ein Durchschnittswert. Ne? Also, manchmal, wenn ich nach Berlin gucke, denke ich auch, oh, du, da sammelt aber gerade einer. Eieieiei. Politik wird nichts für Sie machen. Nein, Sie, ja, Sie müssen es machen. Wissenschaft, nichts. Sie haben die Zügel in der Hand. Sie können alles lenken, alles steuern. Und wenn Sie jetzt sagen, ach, ich kann doch nichts verändern, natürlich können Sie es verändern. Sie können alles verändern. Was dabei sehr gut hilft, ist, stellen Sie sich einfach vor, alles, wirklich alles, war irgendwann zum ersten Mal. Das ist ein abgefahrener Gedanke. Alles war wirklich irgendwann zum ersten Mal. Irgendwann werden da zum ersten Mal 2 Leute gestanden haben, die haben dann gesagt, pass auf, ab heute sagen wir hier zu dem Brett in der Wand Tür. Und die anderen, ach, eine Tür. Ja, okay, nehmen wir es Tür. Alles klar, Freunde, das ist die Tür. Alles klar. Vorher hieß das vielleicht Mumpf oder was weiß ich. Und ab da eine Tür. Alles war irgendwann zum ersten Mal. Und das ist wirklich fantastisch. Sie müssen sich vorstellen, der Mensch ist an Situationen gewachsen. Er sah sich mit Dingen konfrontiert, aber er hat weitergemacht. Stellen Sie sich nur vor, irgendwann muss auch einer der ersten Menschen zum ersten Mal gefurzt haben. Entschuldigen Sie, aber muss doch. Der hat auch nicht hingeschmissen, der hat weitergemacht. Ich meine, wie war das? Waren da 2 zusammen und auf einmal... Rüdiger, was war das? Ich weiß es nicht, aber es riecht auch. Wie sollen wir es nennen? Tür haben wir schon. Wie hat es sich angehört? Wir nennen es Furz. Okay. Und seitdem haben wir erst den Furz.
alles war irgendwann zum ersten Mal. Wie haben sich die Village People getroffen? Und hatten die Kostüme schon an? Also ich meine, wie war das? Ja, da saß doch nicht ein Indianer im Straßencafé, hat gesagt, ach guck mal, ein schwuler Polizist und ein Bauarbeiter, ja, da kann man doch YMCA, oder? Ich meine, wie war das? Alles war irgendwann zum ersten Mal. Auch die Geste des Mittelfingers ist eigentlich nichts Schlimmes. Wir haben sie nur dazu gemacht. Irgendwann stand da mal einer so, ja, kam andere an, sag mal, was machst denn du? Das ist nicht gut. Achso. Und seitdem haben wir das. Rein theoretisch hätten wir den Mittelfinger komplett anders belegen können. Wir könnten doch auch sagen, hey, ich habe eine Idee. Als Geste hätte man doch sagen können, oder? Hey, ich habe eine Idee. Ist doch ausdrucksstark. Finden Sie nicht? Können wir das mal ausprobieren? So intim kommen wir nie wieder zusammen. Es wird keiner außer uns hier sehen. Kommen Sie, auf drei, mal hochmotiviert. Machen Sie mit. 1, 2, 3. Hey, ich habe eine Idee. Ja, wie schön sieht das denn aus? Und Sie haben sofort Ihre Welt verändert. Stellen Sie sich nur vor, Sie gehen hier raus und irgendeiner macht so zu Ihnen, sagen Sie einfach, ich auch. Ihre Welt ist eine bessere geworden. Wichtig ist, Sie müssen ab jetzt als Kollektiv zusammenhalten. Ja? Es darf nicht sein, dass nachher einer alleine da draußen steht und sagt, hey, ich habe eine Idee. Der wird es schwierig haben, okay? Ja. Nicht der Einzelne macht die Wahrheit. Nein, das Kollektiv. Sie sind die Wahrheit. Und dann können Sie alles erreichen, alles machen, alles ausprobieren. Wie andere Leute vor Ihnen. Ich meine, wie ist denn sonst bitte das Zäpfchen entstanden? Da stand auch einer mal mit einer Kopfschmerztablette in der Hand. Und der hat aber gesagt, nee, das stecke ich mir jetzt nicht im Mund. Geht auch. Seien Sie ein Zipfchen. Ich glaube, das ist die Message hier heute Abend. Okay? Sie können alles erreichen, alles machen. Und wie viel auch passiert, Sie müssen sich vorstellen, in den letzten 20 Jahren hat unser Daumen 15% an Beweglichkeit dazugewonnen. 15%. Gucken Sie mal an, was so ein Ding mittlerweile kann. Das war aber nicht nur meiner, Ihrer auch. Wissen Sie, woher es kommt? Genau, durch Simsen, SMS-Getippe, durch die vermehrte Nutzung von Fernbedienungen hat sich unser Daumen weiterentwickelt. 15% in 20 Jahren. Wenn wir uns hier heute zusammensetzen, ja, und dann beschließen, komm, die nächsten 20 Jahre tippen wir halt hier E-Mails mit den Füßen, wer weiß, wo wir hinkommen. Vor allem, dann riecht auch die Tastatur nach alter Socke, dann kommt kein Wildschwein rein. Das ist doch perfekt, Mann. Sie können alles erreichen. Ich habe mich vor kurzem auch einfach mal hingestellt in der freien Minute und stundenlang so gemacht. Warum habe ich das gemacht? Das war kein Anfall. Nein, ich denke mir nur, wenn wir das alle nachher noch machen, also stundenlang, so, dann können wir in 1000 Jahren fliegen. Großdenken. Sie können alles verändern und verändern Sie es. Ich meine, es kommen harte Zeiten auf uns zu. Ich möchte gar nicht über Rente reden oder Zuschussrente oder Kopfschussrente, wer weiß, was noch alles kommt. Nein, Rente, Freunde, das muss man eher religiös sehen. Ja? Man muss dran glauben, aber okay, mehr kommt da nicht. Sie müssen die Welt verändern. Ich meine, glauben Sie wirklich, wir sind schon die Krone der Schöpfung? Glauben Sie es wirklich? Der Zenit der Entwicklung, das höchste aller Säugetiere? Ich bitte Sie, wir furzen unter die Bettdecke und riechen dran. Das ist Fakt. Und wenn Sie jetzt denken, ich nicht, oh doch, ihr auch. Wir liegen alle zu Hause. Riech mal. Wir sind nicht die Krone der Schöpfung. Weit, weit davon entfernt. Wenn Sie also hier rausgehen und die Welt verändern, probieren Sie alles aus. Seien Sie crazy, seien Sie anders. Wenn Ihr Nachbar mal rauskommt, grüßen Sie den. Ich weiß, der wird pikiert gucken. Ja? Aber mit der Zeit lernt das wieder. Das nächste Mal, wenn Sie eine SMS tippen, lassen Sie es. Rufen Sie einfach an. Rufen Sie an. Okay? Und wenn bei Ihnen in der Nähe mal wieder ein Marathon sein sollte, bauen Sie einfach 50 Meter vom Versorgungsstand noch einen Versorgungsstand auf. Schön mit Kaffee und Wodka. Das ist witzig. Überraschen Sie sich und Ihr Umfeld. Und stellen Sie alles immer in Frage. Immer. Ich möchte Sie natürlich auch warnen. Wenn Sie jetzt hier rausgehen und die Welt verändern, Sie werden annicken.
Okay? Der, der Fragen stellt, bekommt auch schnell Fragen gestellt. Und da möchte ich nicht, dass Ihnen das Gleiche passiert wie mir. Ich bin da in dieses Messer gelaufen, in das wir Männer alle hineinlaufen. Meine Freundin hatte mich diese eine unsägliche Frage gefragt. Sie hat mich gefragt, sag mal ganz ehrlich jetzt, findest du mich eigentlich dick? Was sagst du da? Wir Männer laufen seit Jahrtausenden in dieses Messer hinein. Wir sind zum Mond geflogen, angeblich, ich weiß. Jetzt sind wir auf dem Mars, ja wie toll. Aber eine Antwort auf die Frage, die hat uns noch nie einer gegeben. Und dann dachte ich, hey, jetzt bist du mal pfiffig. Jetzt bist du mal Zäpfchen. Jetzt hast du eine Idee. Und dann habe ich gesagt, Liebelein, jedes gute Stück Fleisch hat auch einen Fettrand. Verändern Sie Ihre Welt. Es ist nie zu spät. Dankeschön. Mir wurde gesagt, ich darf Sie noch ein bisschen penetrieren. Im Grunde genommen, ich meine, Sie haben es ja hier heute miterlebt, das ist viel näher, kann man nicht zusammenkommen, als in dieser Saunagemeinde. Sie zu Hause kriegen das gar nicht mit. Was haben wir hier gefühlt? Haben wir 40 Grad, 50 Grad? Also wir sind im Grunde genommen eine Gruppe von Dörpflaumen, die hier zusammen sitzt. Und weil wir so intim geworden sind, ich möchte Ihnen im Grunde genommen auch etwas nicht vorenthalten. Es wurde jetzt schon wieder sehr viel darüber geredet, dass man den alten Leuten, also wenn sich jemand jetzt angegriffen fühlt, sie sind selbst schuld, aber dass man denen den Führerschein wegnehmen sollte. Jenseits der 75 gibt es immer noch 1,7 Millionen Autofahrer. Wahnsinn! Die sind da draußen. Lauern auf sie. Und ich finde, man verteufelt das viel zu schnell. Unsere Gesellschaft hat auch eine Kehrseite, weil wenn ich meinen Großvater angucke, mein Großvater, der ist 89 Jahre alt, wird diese Woche 90, kein Blödsinn, und fit wie ein Turnschuh. Der Mann ist Wahnsinn. Ich weiß nicht, aus was für Material der ist. Wahrscheinlich Polyethylen, anders kann ich es mir nicht erklären. Und er fährt auch immer noch Auto. Fährt immer noch Auto. So, und er wollte sich jetzt sogar ein neues Auto kaufen, war in verschiedenen Autohäusern und hatte sich auch mit dem Autoverkäufer da mal hingesetzt. Und er fragte ihn dann irgendwann, sagen Sie mal, wie wollen Sie denn bezahlen? Und mein Opa knallhart, ich würde gern finanzieren. Ja, und was hatten Sie denn da so gedacht? Und mein Opa, der ist Optimist, der sagte, 72 Monate. Nee, das können wir nicht machen. Nee, das geht nicht. 36? Mm-mm. Wissen Sie, was Sie meinem Opa angeboten haben? 3 Monate. 3 Monate. Das ist das Vertrauen, was wir in unsere Senioren und Senioritas haben. Das ist doch nicht in Ordnung, oder? Hat mein Opa auch gesagt, ihr könnt mich an eine Puppe schmatzen. Der ist wieder rausgerannt. Der fährt immer noch da draußen rum. Auch einen Handyvertrag kriegt er nicht mehr. Ne? 24 Monate, keine Chance. Was sie ihm angeboten haben, ist Prepaid. Ich meine, die kaufen sich eine Karte für 20 Euro, vielleicht schaffen sie es ja nicht, dann kriegen sie noch was raus. Das ist die Welt da draus. Wobei, natürlich, man muss auch sagen, also, wenn mein Opa Auto fährt, also er guckt auch zu, nimm es mir nicht übel, aber es hat ein bisschen was von so einem Kamikaze-Jäger. Also, wobei es auch toll ist, wenn Sie mit dem 20 Minuten durch die Gegend fahren, Sie fangen sofort an, das Leben wieder zu lieben. Das ist toll. Nein, wirklich, so Sachen, die Sie vor sich hergeschoben haben, bekommen auf einmal wieder Relevanz. Das ist wahr. Sie steigen da aus und empfinden das als zweite Chance. Ganz, ganz schön. Viele seiner ehemaligen Mitfahrer feiern mehrmals im Jahr Geburtstag. Das ist ihnen ein inneres Bedürfnis. Und er wollte sich jetzt halt auch so ein bisschen was für die Rente noch dazu verdienen. Pfand sammeln, hat er keinen Bock. Daten-CD kommt da nicht dran. Und da hat er mich gefragt, Mensch, was soll ich denn machen? Und da habe ich gesagt, ich habe eine Idee. Werd Motivationstrainer. Und der, was? Motivationstrainer. Weil ich habe mir überlegt, 4 Depressive bei dem hinten ins Auto, dann 10 Minuten lang Vollgas, die sind geheilt. Die sind geheilt. Die steigen da aus und finden irgendeinen Grund zu leben. Und wenn es nur noch mal atmen ist, das ist wirklich, das ist, wow, mit meinem Opa siehst du immer das Licht am Ende des Tunnels. Immer.
Meistens ist es halt ein LKW mit Lichthupe, aber nein, nein, es soll nicht davon ablenken, dass dieser Mann seine Position in der Gesellschaft hat. Und der ist ja auch weise. Das ist ein Zeitzeuge. Ich meine, der ist doch Wahnsinn. Der ist älter als Wikipedia, was der alles gesehen hat. Das ist doch irre. Der kennt die noch alle persönlich. Hier, Dinosaurier, Hitler. Der hat die alle getroffen. Den sollte man mal befragen. Das ist wichtig. Gut, jetzt ist natürlich ist auch so eine Sache, immer wenn wir so auf die Zielgerade im Leben so einbiegen, er ist jetzt ein bisschen religiös geworden. Ist auch komisch. Ne? Je älter wir werden, umso religiöser werden wir. So frei nach dem Motto, falls es das Paradies Gott doch gibt, schnell nochmal einschleimen. Ja. Ich freue mich jetzt schon wieder auf Weihnachten, weil ich habe ihn letztes Jahr im Dezember habe ich ihn erwischt. Da stand er mit einer Kerze vorm Spiegel. Da habe ich gesagt, Opa, was machst du da? Sagte er, sei ruhig, ich feiere den zweiten Advent. Aber er hat mir sofort den Tipp gegeben, probier den dritten erst gar nicht, der vierte geht erst wieder. Seien Sie nett zu unseren Alten. Dankeschön und tschüss.